Jahr 1991 fanden sich in Weißbach bei Lofer 21 Frauen zusammen, um die bäuerliche Tracht zu erhalten und zu pflegen. In diesen Tagen feiern die Trachtenfrauen ihr 20-jähriges Bestehen. Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war die Trachtenschau 2008. Dabei wurden Hochzeitsfest- und Werktagstrachten aus Salzburg, Bayern und Tirol präsentiert. Äußerst erfolgreich ist das erste Bezirksjugendgespräch 2011 im Lungau, an dem auch Jugendreferentin Landesrätin Tina Wittmann teilnahm, über die Bühne gegangen. Die vielen Jugendlichen, die der Einladung gefolgt sind, waren sehr engagiert und haben speziell zu den Themen Integration, Mobilität, Politik und Schule ihre Meinung geäußert. Gemeinsam mit Dr. Dr. Dorit Breindl vom Lebensministerium und Bürgermeister Andreas Wimmer hat Landesrat Sepp Eisel den Hochwasserschutz Mansbach in Kuchl offiziell eröffnet. Mehr als 50 Wohn- und Gewerbeobjekte sind nun vor einem 100-jährlichen Hochwasser geschützt. Die positive Entwicklung auf dem Salzburger Arbeitsmarkt setzte sich in den ersten 9 Monaten dieses Jahres weiter fort. So lassen sich die wichtigsten Ergebnisse des Berichts des Landesstatistischen Dienstes im Herbst 2011 zusammenfassen. Für 2012 stehen 6,8 Millionen Euro an Geldern der aktiven Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung. Dr. Christoph Kollersbeck, Oberarzt an der Unfallabteilung im Krankenhaus Schwarzach, wurde von der Ärztekammer als erster Handchirurg im Bundesland Salzburg anerkannt. Erst seit April 2011 ist in Österreich die Spezialisierung auf den Bereich der Handchirurgie möglich.